zack, wieder weniger. Nur ein Beobachtungsdeck. Sieht aus wie eine Sackgasse. Wir brauchen einen Ausgang. Weiter suchen. Was ist das? Das ist Miranda. Hier spricht Miranda Lawson. Wenn Sie so weit gekommen sind, sind Sie verzweifelt oder dumm. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Vaters. Drehen Sie um. Hier finden Sie keine Hilfe. Die gesamte Kommunikation wird vom Zentralturm aus blockiert. Die Zuflucht ist eine Lüge. Bleiben Sie weg. Okay, also, wir haben Cerberus, Reaper und Mirandas irren Vater. Wie passt das alles zusammen? Keine Ahnung. Erstmal Geld klauen. Ein Sicherheitssteuerpult. Schalte es ab. Was zum Teufel? Was geht hier vor? Ich weiß nicht. Das ist eine Hintertür in die Anlage. Also los. Können wir mal die Hintertür mal nutzen, ne? Okay. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Ganz sicher. Diese Cerberus-Mistkerle. Geld. Wow. Das sieht wichtig aus. Alles Hauptschalter. Suchen Sie einen Schalter. Jetzt. Was sehe ich hier? Das sind die Flüchtlinge. Die Reaper. Was machen die da? Bringen sie um? Schlimmer. Sie werden in Husks verwandelt. Du Scheiße. Also wenn ich jetzt erschrocken hatte, ist echt doof. Krabbel, krabbel, krabbel. Los! Warum ermordet man so viele Leute, um Husks herzustellen? Das ergibt keinen Sinn. Diese hirnlosen Monster. Die Reaper haben angegriffen, weil dieser Ort eine Bedrohung dargestellt hat. Persönlicher PDA bestätigt. Ungeeignete Materialien zur Wiederaufbereitung zugeführt. Wir müssen den Grund dafür herausfinden. Nee, sag an. Schalte die Energieversorgung ab. Die Reaper haben die Anlage übel zugerichtet. Ich schalte die Energieversorgung ab. Dann wird alles abgeriegelt. Sie dürften dann auch nicht reinkommen. Madre, er wird sie überrumpeln. Miranda Lawson ist früher angekommen als erwartet. Soll ich mich darum kümmern? Nur wenn sie sich in den Weg stellt. Ich will die Forschungsdaten. Beschaffen und raus. Jawohl, Sir. Verdammt! Los, los! So. Stirb. 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 Immer schön F drücken. Jo, immer schön F drücken. So, mach ich schon mal weg. Ich habe in der letzten Woche die Effizienz der Verarbeitung schrittweise verbessert. Wir
müssen noch von dem Angriff übrig sein. Ja, wenn ihr mich mal treffen könntet, wa? WTF, wo ist er? Da war die Bitch tot. Okay. Bei der Steigerung der Effizienz wurde ein wichtiger Umstand entdeckt. Ist krank. Die Benutzung von Drachenzähnen zur Herstellung von Husks ist genial. Die Reaper-Naniten hängen sich an das freigesetzte Adrenalin an, rasen durch den Körper und beschleunigen so die Husk-Umwandlung. Cool. Cool. Das ist ein Double jetzt oder was? Es wird eng. Kontrolliertes Feuer. Wie kommst du denn dahin, mein Lieber? So. So. Vater arbeitet für den Unbekannten. Okay, dann gucken wir weiter. Schwerer Widerstand vor dem Turm. Wenn Sie das hören, ich habe Beweise, die unwiderlegbar sind. Bestätigung, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Verbindung hergestellt. Ich habe Ihren Bericht, Mr. Lawson. Machen wir es kurz. Können Sie es schaffen? Theoretisch ist Kontrolle möglich, ja. Die von uns umgedrehten Reaper-Subjekte reagieren, aber der Zustand ist instabil. Das dachte ich mir. Keine Sorge, Henry. Mit Hilfe der Zuflucht kriegen wir das in den Griff. Hab ich das richtig verstanden? Der Typ kontrolliert Reaper-Truppen? Keine Ahnung. Ich spiele den Rest ab. Geschafft. Wir können jetzt Ihre Kontrollsignale direkt ansprechen. Solange die Reaper-Truppen in der Nähe unseres Signals bleiben, können wir sie unbegrenzt kontrollieren. Ausgezeichnet. Und wie können wir diese Technik erweitern und auf die Reaper selbst anwenden? Das wird um einiges schwieriger. Jetzt wissen wir, warum die Reaper die Zuflucht angegriffen haben. Cerberus wurde durchschaut. Schlechte Nachrichten für Sie. Aber gute für uns. Endlich haben wir unsere Verbindung zu Cerberus. Fahre die Zugangsleiter runter. Los, Bewegung. Moment, Commander. Da ist noch mehr. Sehen Sie. Verdammt. Kai Leng wird Sie überraschen. Okay. Ein weniger. Einen Ausgang suchen. Verdammt, sind das viele? Wir sind nah. Nee, sag an. So, die Barrieren immer schön zerstören, dann die Barrieren geben den. Das heißt, wir können das Leben. Und sorgen erst dafür, dass wir spawnen können. Ich
stirb. So, halt euch mal schnell. Befehlssequenz eingeleitet. Hasks freilassen. Ich kann mich nicht bewegen. Was soll das? Oh mein Gott! Das ist unser Weg hier raus! Hä? Ja, okay. Das ist unser Weg hier raus! Die bringt uns näher an den Turm. Okay. So, und jetzt? Minon. Ah. Okay. Hier entlang. So. Ich kann verschorben, das verschiebe ich jetzt auf morgen. Stirb! Wieder ein Rolling weniger. Sie kommen alle aus dem Raum da vor uns! Cool, wieder weniger. Wieder ein weniger. Und ich weiß noch immer, einen scheißen Dreck. Wo kommt der denn jetzt hier? Zugang zum Turm gewährt. Jo, weiß ich doch. Sie haben's gehört. Bereit machen. Shepard! Commander Shepard, perfektes Timing. Die Waffe runter. Nein. Orianna wollte mich erschießen. Ohne Zweifel Mirandas Einfluss. Leider daneben. Wo ist Kai Lang? Ich weiß nicht. Weg. Hat meine Forschung genommen und uns zurückgelassen. Miranda, hören Sie mich? Das ist nah genug. Alle beide. Ich werde beenden, was Kai Lang nicht getan hat. Jetzt ist Schluss. Im Gegenteil. Die Reaper sind kein Problem mehr. Wir haben einen Ausweg. Loslassen. Shepard, er darf sie nicht haben. Shepard, bitte. Mit mir kann man reden. Ich will nur Orianna. Sie brauchen sie nicht. Lassen Sie sie frei und sie können gehen. Ich habe nur noch sie. Alles andere ist weg. Die Waffe runter und zur Seite treten. Orianna hat schon genug. Ah! Shepard! Ah! Damn! Miranda? Miranda, es tut mir leid. Hör mir zu. Hör zu. Ich wollte ein normales Leben für dich. Heiraten. Kinder. Was ich nie haben konnte. Er hat mir von dir erzählt. Danke für die Rettung. Du verdienst ein Leben, Orianna. Mach's gut. Shepard. Ich bin hier.
Wellen ging, habe ich ihm einen Sender angehängt. Einen Sender? Sie denken an alles. Nicht an alles. Niemand ist perfekt. Aber Ori ist in Sicherheit. Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen. Ach, nein. Haben Sie nicht. Ihre Schwester ist bei mir sicher. Gut. Ich wünschte nur, ich... Miranda! Genau, pack hier erstmal in die Titten. Sorgen wir dafür, dass jeder von diesem Ort erfährt. Das Störsignal wurde deaktiviert. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Los, Vaters. Los, Brianna. Wir bringen sie weg von hier. Ich war dagegen.